Und dann können wir da mal reingucken. Weil mich interessiert es tatsächlich wirklich. Ah ja, daran kann ich mich erinnern. An dieses Stückchen. Und Lupa, wie geht's dir? Alles in Ordnung? Oh, Nor. Da sind Felsmalereien und Kinderspielzeug. Oh, fühlt sich so seltsam vertraut an. Das muss der Sarentu-Versammlungsort sein. Ich erinnere mich. Felsen geschmückt mit unseren Geschichten. Die Figuren tanzten im Feuerschein. Wir spielten im Familienkreis. Diese Dinge zu berühren... Etwas müde. Eieiei. Als würde man die Vergangenheit greifen. Ich habe auch schon mal vorgesorgt, weil ich könnte auch... könnte auch gerade schlafen. Ja, da ich ja gestern so viel geschlafen habe, hatte ich dann das Problem, dass ich gestern Abend nicht schlafen konnte. Ich habe etwas Wundervolles gefunden. Was denn? Geschenke der Kamettiere. Wunderschöne Artefakte. Die anderen Clans haben uns immer Abschiedsgeschenke gemacht. Als Kinder waren wir sehr neugierig darauf. Ich wünschte, ich wüsste das noch. Wenn es nicht schimmelig aber ist, kannst, der beste kannst du Fund erst eine Runde sind durch einen Mixer jagen. Ja, ja. Unangetastet in Körben. Sie stimmt. Haben also nicht mal die Medizin. Also Schimmel sieht man nicht. Ja, dann bin ich dann um Mitternacht ins Bett. Und um 3 Uhr wieder aufgewacht. Hab gedacht, nee, es kann nicht wahr sein jetzt. Ja, bin dann wieder eingeschlafen. Und um 5 Uhr wieder aufgewacht und habe dann alle 10 Minuten auf den Wecker geguckt, bis es dann endlich 6 Uhr war, dass ich aufstehen konnte. So viele Kugeln. Dementsprechend völlig fertig auf der Arbeit heute, ne? Eieieiei. ODA und Sarentu haben hier gekämpft, Nor. Das ist der Ort, den Alma meinte. Heute noch Kopfschmerzen und völlig die kaputt Sarentu und müde. Waren hier. Schauen wir mal. Jetzt schauen wir mal, wie lange wir durchhalten. Gibt es noch Überreste unseres Clans? Ich suche weiter. Erinnere dich daran, was am Liedkreis passiert ist. Brückentag, ja, das ist natürlich cool. Das ist natürlich cool. Den hatte ich nicht. Aber ja. Aber das hat sich richtig komisch angefühlt heute. Also bei jedem von uns. Es war auch so ein ekliges Wetter, ne? Völlig bewölkt die ganze Zeit und immer wieder am Regen zwischendurch. Kollege hat es gut beschrieben, das hat sich angefühlt wie ein Freitag, also was immer ein schlimmer Tag ist in meinem Gewerbe. Hat sich angefühlt wie ein Freitag und ein Montag zusammen. Und das trifft es ziemlich gut tatsächlich. Hier sieht es aber übel aus, ne? Was ist denn hier passiert? Meine Decke? Sie riecht nach ihr. Satno. Mama. Ahnen wir jetzt, was passiert ist? Schlimme Dinge, ja. Glaube ich. Satno? Na, lupe lut eni mumma evi. Zene hi bahau. Smuke te sei. Aha, di worko lafteli man si vunubor. Das Sunungar way white lem kefia. Trolla jungar lora white. Wie sie es auch noch so niedlich darstellen, ne? Oh Mann. Okay. Ich erinnere mich wieder. Was meinst du denn?
Ich lag in den Armen meiner Mutter. Maverick, einen wunderschönen guten Abend. Die Decke riecht noch nach ihr. Sehr gut tatsächlich, sehr, sehr gut. Kurz vor Schluss, würde ich mal behaupten. Sie hat mich darin eingewickelt. Und bei dir? Ich sehe es vor mir. Wir haben bei unseren Eltern gespielt. Bist du schon durch? Das letzte Mal, dass wir zusammen waren. Ich habe es in meinen Träumen gesehen. Ich war nie glücklicher. Ja. Glücklich. Ahri war da. Mutter hat gelächelt. Doch dann hatte sie Angst. Schützte mich. Es wurde dunkel. Wir müssen wissen, was dann geschah. Ja. Und Alma? Was ist ihre Rolle bei allem? Sie hat sich zu verantworten. Aber erst sollte ich Anofi sagen, dass sie die Sarentu nicht vergiftet hat. Es war die RDA. Genau. Und jemand von den Kamedire. Endlich werden die Kamedire von diesem Verrat befreit sein. Dann gilt dasselbe für Alma. Du bist zurück? Ich dachte schon, der Javeh hätte dich erwischt. Es hat funktioniert. Interessant. Ja, hat es. Aber was ist hier los? Alles ist schlimm. Sie befindet sich im Kreis der Ahnen. Dort sucht sie. Und jeder fragt, warum. Und Mukasa. Langsam. Wer befindet sich im Kreis der Ahnen? Anufi. Sarentu zu sehen, dich, lebend, hat etwas in ihr erweckt. Sie ist in Ewa. Durchsucht ihre Erinnerungen, warum du lebst, seit Tagen. Es gibt Neuigkeiten. Vielleicht hatte Mukasa recht. Sie war zu zerbrechlich. Aber dann sah sie dich und ich dachte, es wäre das Richtige. Okul, es gibt Beweise. Ich habe die Tränke gefunden. Verschlossen. Und Reste der Himmelsmenschen und Waffen. Sie haben die Sarentu getötet. Nicht Anofi. Besorgniserregende Neuigkeiten. Und so erleichternd für Anofi. Ist das wirklich wahr? Ja, das ist es. Mukasa, er wird zurückkommen. Wir müssen Anofi rechtzeitig warnen. Schnell! Schnell! Spiel mit Anofi im Kreis der Ahnen in den Höhlen. Ah. Wusste ich's doch. Jo, was geht? Na, stört man doch nicht beim Verbinden. Lasst sie! Alle! Seht ihr nicht, dass sie erschöpft ist? Anufi, kehr zurück! In die Sicherheit deiner Einsamkeit und Meditation! Anufi, hör mich an! Du hast die Sarentu nicht getötet! Du steckst voller Lügen! Himmelsmenschen taten es! Wäre es nur wahr! Aber ich sah das Gift in ihren kalten Händen, die Lippen schwarz. Nein! Hier ist es! Ungeöffnet! Es lag bei den Kugeln der tödlichen Waffen! Ja! Woher wusstest du, dass es harmlos ist? Unsere Leute waren schon immer Heiler. Daran habe ich stets geglaubt. Du hast die Beweise gefunden, die mich verdammten, Mukasa. Aha. Zeig es. Anufi, genau. Glaubst du das denn wirklich? Im Zopf. Ich bin dein Berater und du bittest mich. Das ist keine Bitte. Ja. Komm, Lügendetektor-Test. Jackson!
Was geht, Alter? Was geht? Alles gut? Ich habe genug. Mukasa, du hast die Sarentu aufgegeben. Bei mir auch, kann ich klagen. Ihre oder jetzt ist halt wieder die Jahreszeit, wo ich sehr müde bin und die Depression halt ein bisschen mitschwingen. Ohne Kontakt. Aber ansonsten alles in Ordnung. Um unsere Wahrheit zu verbergen. Und jetzt das? Du hast Zweifel unter uns gesät. Unseren Traditionen. Ich war dein Retter. Du hast sie getötet. Einen ganzen Clan. Unsere Freunde. Oh, verrät in der eigenen Reihe. Du brauchst du Frau. Ich weiß nicht. Mukasa. Ich weiß, ich habe da im Moment gar keine Eywa Zeit dafür, gar keinen Kopf dafür. Es wäre bestimmt nicht schlecht, aber du musst dann viel Verständnis haben für das alles hier. Nun verlasse den Clan voller Schande. Wie geht's deiner Tochter? Wieder gesund? Wie konntest du? Der Glaube an unsere Traditionen ist nun wiederhergestellt. Sie werden in dir weiterleben, Okul. Okul. Heute sind wir voller Trauer. Die würde dich wachhalten. Aber ja. Dennoch werden wir deine Krieger heilen. Das stimmt wohl. Ich zeige euch, wo sie sind. Wir wissen es. Wir sehen uns dort. Nein, typisch Kindergarten. Gesund, eine Woche später wieder krank. Jawohl. Also Kindergärten, ne? Solche Bazillen-Mutterschiffe, ne? Das ist der absolute Wahnsinn, ey. Du hast uns von seinen Lügen befreit. Also ich habe bestimmt ich mich um unsere 26, 27 Wohnungen angeschrieben, ne? Also pflegen. Die Vermieter halt, ne? Mit Anufi. Zwei und haben sich gemeldet, genau mit dir? Zwei. Mehr eine Wohnung habe ich mir angeguckt. Da die Wahrheit nun bekannt ist. Dienstag? Wir wachsen wieder zusammen. Montag? Also im Laufe Möchtest der Woche irgendwann. Möchtest du bei uns bleiben? Danke. Hab sie nicht gekriegt. Aber ich muss zurück. Und eine andere, die hätte ich kriegen können, aber auch die war sie in der Gegend zusammen. In Lu, die hat aber mir nicht dann so gefallen. Denk darüber nach. Da wollte ich dann nicht hin. Du kannst hin. Hier leben. Aber Anufi ja. Anufi hilft deinen Freunden, wenn du bereit probieren. Bist. Ich sehe, du bist bereit für die Rückkehr. Dein Herz ist entschlossen. Eine bemerkenswerte Entschlossenheit zu heilen, das muss ich erst wieder lernen. Mich so um meine Leute zu kümmern, wie du es tust. Sorge dich nicht um deine Freunde. Die alten Wege werden sie erneuern. Wie kann ich helfen? Ich hole meine Werkzeuge, doch dich lockt die Jagd. In diesem Gebiet leben mehr Hirsche. Ihr Leder und ihr Fleisch sind für wahr sehr nützlich. Ja, Sticky Jackson, ich habe sogar Fangtal auf der Liste. Das ist ein wahres Geschenk. Da war ich der Hirsch am muss Mittwoch. Friedvoll aus diesem Leben letzte wandern. Woche und diese Woche auch nochmal Mittwoch. Mörsch da hinten, das ist ja eine schöne Gegend. Hörst du mich? Die Kanutiere-Heilerin ist hier. Wow. Mach auf. Wenn ich, muss hier raus. Wird mein Hirn von zu vielen schlechten Erinnerungen überflutet. Jo. Ah, das Fett. So schön hey, dick und so. Weich. Eine Heilsalbe, die Verbrennungen lindert. Sanft, aber wirkungsvoll. Was die zu mir sagt. Raumwanderer, ich kenne dich. Du brachtest Himmelsmenschen und nahmst unsere Kinder. Ich sah dich in Mukasas Erinnerungen. Er hat euch zu den Sarentu geleitet, um sie zu töten. Nein, nicht um sie zu töten. Alma, du warst da? Brachtest Mercer zu uns? Mercers Schule. Das Telos-Programm.
Es sollte Leben retten. Navi und Menschen. Ich wollte nur helfen. Du hast unser Leben gestohlen. So wie alles andere auch. Ich wollte sie stoppen. Ich... Nein! Weg von mir! Lass es bluten. Werde nicht zu dem, was du hast, Nur. Es muss sterben. Lass sie sprechen. Sie ist schuld an allem Leid, an jedem gebrochenen Knochen. Hat unsere Familien getötet. Ahari! Ich wollte nie töten. Dann erklär dich. Wir wissen es. Das wolltest du, oder? Rache an den Menschen. Rache? Das ist keine Rache. Du kannst nicht klar denken. Wo soll das enden? Das sind unsere Verbündeten. Sollen alle sterben. Du musst die Wahrheit sehen. Bitte. Der Kreis der Ahnen kennt die Vergangenheit. Gehe mit Ewa durch die Erinnerungen, bevor es zu spät für dich ist. Oha. Die Stimmung kippt ein bisschen, würde ich mal behaupten. Gut. Es ist endlich Zeit für die Wahrheit. Ich bin bereit. So, Schwanz an Schwanz. Achtung. Bin immer gespannt, was da jetzt zum Vorschein kommt. Oh, ich muss laufen. Erinnerungen, die ich vor langem weggesperrt habe. Vor mir selbst. Vor dir. Meine Schuld. Es ist eine Schande für mich. Aber ich muss die Wahrheit sagen. Endlich. Ich erinnere mich. Es war aufregend. Endlich die Sarantu zu treffen. Ich sagte mir, dass wir etwas Gutes taten. Doch es endete anders. Sehe den Weg nicht. Hilf mir. Entzünde die Signalfeuer für meine Erinnerung. Mach ich. Jetzt kommen dunkle Geheimnisse zum Vorschein. Bongo Karl und sein Dackel. Bye, bye. Mokasa sagte, dass ich hier die Sarentu finde. Aber... Hey, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Wir wollen doch nur reden. Brauchen wir so viele Soldaten? Das ist unsere letzte Chance. Sie verstehen einfach nicht, was wir für ihre Kinder tun können. Es geht um die Kinder. Exakt. Wir können viel erreichen. Endlich. Wir helfen ihnen. Irgendwann erkennen sie es. Okay. Hier war es früher so schön. Und dann kamen wir. Und jetzt weiter. Bye-bye. Die beiden sind doch Safri-Duo, oder? Okay, gehen wir mal weiter. Auf zum nächsten Feuer. Aus meiner Vergangenheit. Schatten. Ich sehe sie. Shadow on the wall. So viel Leid. Ich brauche mehr Licht.
Spannend. Spannend. Nein! Lass mich mit ihnen reden! Was tust du denn? Lass sie nicht weg! Im Wald finden wir sie nie! Werbe alle vor! Werbe alle vor! Harding! Keiner darf raus! Ich finde das geil mit dieser Bodycam. Das ist eine coole Idee. Ach komm, da hätten wir auch ein bisschen mehr zeigen können. Ich gab immer vor, nichts zu wissen. Das war eine Lüge. Ich wollte Ruhm. Anerkennung. Ruhm? Ruhmkugeln. Um jeden Preis. Da. Unser Traum wurde unsere Schande. Nein. Ahari. Ich musste mich auf euch konzentrieren. Die Kinder. Euch beschützen. Jetzt weiß ich, dass ihr vor uns Schutz brauchtet. Genau. Wir wollten die Schule. Das Programm. Typischen Menschen wieder. Also stahlen wir euch. Euer Clan war im Weg. Also töteten wir sie. Selbst dieser Tod wird mich nicht von dem Verbrechen entlassen. Den ganzen Sarentu-Clan. Dass wir hier beginnen. Oha, oha. Die Na'vi werden uns nie vergeben. Nee. Sie werden es nie erfahren. Doch. Hier, nimm das. Keine Sorge, Kleine. Na, ich sag ja, das ist so typisch Mensch. Einfach alles erobern, um Stärke zu zeigen. Und dann war von einer ganzen Schulklasse nur noch vier übrig. Boah. Stimmt. Stimmt. Begraben wir sie. Es. Begraben wir es. Ich nehme es. Die RDA haben gekämpft. Es gab schwere Verluste. Bis dann. Oh, ich dachte, er bewegt sich. Voll. Aber was noch? Was? Muss Fußspuren sein. Sieht falsch aus. Ja, ne, irgendwie schon. Okay. Ich würde mal sagen, diese Spur. Na, wie Jäger taucht auf, greift RDA an, erledigt MPA. Chaotische Abdrücke von Tieren. Ah, aber ja. Was noch? Ja, aber was noch?
Gab's noch einen Hinweis? So eine Kiste. Können wir mal eben reingucken. Ist da was da oben? Oh, halt, was war hier denn? Einschusslöcher. Die RDA zielt auf Tiere. Schlechter Schuss. Wurde wohl gestört. RDA jagt Getrennte? Ein Navi-Jäger greift an. Erfahren. Tötet sie. Auch den MPA. Die Getrennten fliehen. MPA hat Ölverlust. Eine Spur. Oh, eine Spur. Na, dann mal hinterher. Aha. Die Fährte schwindet. Muss schnell sein. Konzentrier dich, Sadney. Nächstes Mal triffst du. Jo. Sadney? Die Himmelsmenschen dort. Sie waren mir im Weg. Himmelsmenschen jagen zum Spaß, können Stumme nicht voneinander unterscheiden. Mein Ziel ist in der Gruppe. Vor Jahren hat mich ein Biest ohne Kuru fast getötet. Seitdem jage ich es. Niemand wird es mir wegnehmen. Hier könnten noch mehr Himmelsmenschen sein. Möchtest du, dass ich dir helfe? Gut, ich habe welche beim Erbe des Träumers gesehen. Unter den schwebenden Bergen. Wir treffen uns dann hier. Das Stumme. Mach ich platt. Ein altes, von Kämpfen vernarbtes Biest, getrennt von Ewa. Es wird endlich würdevoll sterben. Ein Riesenvieh, ne? Dieser Hubschrapp-Schrapp. Oh. Was macht ihr da? Sie dürfen nicht vorbei. Du kannst nicht vorbei. Ja, ja, ja. Lass mich was drehen. Ich mache einen Rundgang. Alte Position. Wer macht einen Rundgang? Untersuche mögliche Bedrohung. Alter, voll drauf. Verschanze mich! Die Ringe der Macht, da habe ich die ersten paar Folgen geguckt und dann habe ich es gelassen. Aber was ich so höre, scheint es wirklich immer besser zu werden. Ne? Ich habe jetzt mal wieder mit Homeland angefangen. Und das ist ja ziemlich geil, ne? Sadneys wilder Thanator. War wohl nicht hier. Muss sie suchen. Aber mit Ringe der Macht will ich auch unbedingt weitermachen. Überlegen. Teil 1 müsste komplett sein. Aber mehr halt auch nicht. Mein Ziel. War aber super. Voll geil. Beute. Nach all der Zeit ein so würdeloser Tod durch die Himmelsmenschen. Ich hatte den Ballrock so geil. Biest oft im Visier. Ja, der, wo Gandalf angreift meine in der Höhle. Pfeile verfehlen nur, wenn ich es will. Das Biest habe ich viele Male verfehlt. Es ist seltsam. Es hätte mich fast getötet. Und doch sehe ich es als das prägt Opfer. Einen natürlich, ne? Wie Spinnenhöhle. Wie hieß es? Was ist passiert? Nicht Mordor. Jetzt warst du bereit, es zu töten. Das war was anderes. Oh, irgendwas mit M, aber... Es tun. Die Spinne. Hasserfüllten Himmelsmenschen. Oh, das habe ich vergessen. Mit ihren schrecklichen Waffen haben mich gezwungen. Aber geil. Es war verwundet. Rasend.
Es ja, sollte in Würde sterben. Ja, fast. M ist ganz in der Nähe. Ich habe gezögert, mich geweigert, sehr das cool. Richtige zu tun. Meine Tatenlosigkeit endet auf Blu-ray. Anophil geht mehr fast 4 Stunden länger. Es ist Zeit, Wahnsinn, für mich nach so Hause geil. Zu gehen. Ich sehe dich, mein Bruder. Ruhe in Frieden. Du kannst die Jagd beenden. Ich mache für uns beide weiter. Laufe für immer mit Ewa. Den habe ich auch gesehen. Saurons Mund.